Einen wunderschönen guten Morgen, Lishman. Mein Name ist Rixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge Tank Mechanic Simulator. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Leute. Wir gucken mal gerade im Postfach. Was haben wir Feines? Oh. Was haben wir gemacht? Wie, schon wieder? Okay. Sollen wir den Auftrag annehmen? Ach komm, den nehmen wir an. Den Auftrag. Ich frage mich gerade, was mit unserem alten Panzer dann passiert. Dem hier. Achte mal. Was war das? Hilfe! Jo! Hilfe, was wollt ihr alle von mir? Ja, nimm mal an. Komm. Ist in Ordnung. So, dann gucken wir mal. Ab in den Hinterhof. So, was haben wir hier zu erledigen? Den müssen wir machen. Und den müssen wir... Alter. Gut, wie holen wir den jetzt hier rüber? Wie tausche ich den jetzt aus? Achte mal. Tja, wie machen wir das jetzt mit dir? Mittlere Maustaste, Lager. Okay. Auch nicht. Montage, nein. Panzerstatus. Okay, ich würde sagen, das müssen wir bestimmt draußen machen. Gucken wir mal. Wie hole ich den jetzt rüber? Den Panzer. Panzeranalyse, Inspektionsmodus, Panzer bewegen. Ah! Nach Werkstatt. Das funktioniert doch nicht. Denke mir mal, ja. Dass das funktioniert hat. So, wir sollten mal was gucken hier beim Organizer. So, was haben wir hier? Brauchhilfe bei Renovierung. Na komm, wir fangen einfach mal an. So, wir müssen erstmal Rost entfernen. Das Übliche halt, wie immer. Entrüster. Tju, fangen wir mal an hier. Ein bisschen zu entrosten, die Kiste hier. Muss ja gemacht werden. Sonst klappt das ja hier im Nachbarn nicht. Hübsches Teil, muss man sagen. Also die Arbeiten sind sehr detailreich gemacht. Das muss man denen echt überlassen, die Jungs und Mädels. So, ein bisschen hier oben. Und dann hätten wir es fast. Zumindest halt die groben Teile hätten wir dann entrostet. Wir wissen ja nicht, wie es innen aussieht. Das müssen wir auch noch machen. Eventuell. Lalalalalalo. Oh, da habe ich was gesehen. Da innen drin noch. Haha, erwischt. Na? War noch was, oder? Da war noch was. Okay. Gut, da haben wir das schon mal. Gucken wir mal. Module. Schützturm. So. Okay, wir haben es geschafft, das Spiel zu verbacken. Wir sind gut. Wir machen das mit den bloßen Händen gerade alles. Eieieiei. Naja. Bestimmt gibt es Schlimmeres. Okay, da haben wir das soweit. Hier ist noch ein bisschen Rost. Da auch. Haben wir alles soweit? Weiß es gerade nicht. Gucken wir mal durch.
Das hier? Gut, dann haben wir das soweit alles gereinigt, wie ich sehe. Okay, dann können wir jetzt mal das andere Modul wählen. Motor, genau. Und das wollte ich schon mal machen. Dann schon mal ein bisschen Rost. Sehr schön. Gut. Dann gucken wir mal. Wie sieht's hier aus mit dem Status? Das brauchen wir nicht mehr, das Gerät. Können wir mal ablegen. So, wie sieht's aus? 62% haben wir Rost entfernt. Na gut, wir gehen jetzt erstmal mit dem Sandstrahler drüber, würde ich mal sagen. Ich meine, sieht man es am besten, ob wir noch irgendwo was übersehen haben oder nicht. Oh, wieder schön glänzt so ein Baby hier. Oh, ich finde es so herrlich, wenn es anfängt zu glitzern und zu glänzen. Sieht einfach herrlich aus. Oh. Da haben wir noch Rost. Aha, haben wir schon was entdeckt, seht ihr mal? Genau das meine ich. Da war noch der Sandstrahler. Okay, da haben wir alles. Müssen ein bisschen aufpassen. Wir müssen wirklich alles erwischen hier. Da ist noch Rost, okay. Ein paar Stellen haben wir echt übersehen, wie es aussieht. Aber hält sich in Grenzen. Gut. Schön. So. Da haben wir noch Rost. Sonst sieht das eigentlich relativ top aus, das Mädel. Finde ich zumindest. Ja. Mist, Ost. Hab ich leider ein bisschen was übersehen. Naja, gibt's Schlimmeres. Kommen wir schon hin. Okay, dann haben wir das. Hier nochmal drüber. So. Da war noch was, habe ich gesehen. Ah, ist schon weg, gut. In dem Grunde jung. Okay. Da müssen wir nochmal Rost entfernen. Legen wir mal da ab. Und jetzt brauchen wir eh wieder kurz über lang. Halt, dich brauchen wir noch nicht. Toll. Ja, entrosten. Genau. Genau dich wollte ich haben. Die Frage ist nur, wo wird entrostet? Hier. Dann da oben, glaube ich, noch. Irgendwo. Nee. Ah, doch. Die Gitter waren es. Die Lüftungsgitter hier. Hinten. Nein. Was hier? Ja, da war's. Gut, dann haben wir das. Und das hier noch. Da haben wir noch was. Und dann haben wir's. Soweit rostfrei. Okay. Abnicken. Es bleibt doch nicht liegen. Das ist unglaublich, aber wahr. Naja, ist es halt leider so. So. Hier mal drüber. Tut gut. Die andere Seite hat man auch noch mal was gehabt. So. Soweit, so gut. Haben wir noch oben was, glaube ich. Mal kurz gucken. Halt, ja, in der Kabine drin. Müssen wir noch mal ran. Da müssen wir noch mal ran.
beinahe vergessen. Odle. Aber schön den Sandsturm hier durchjagen und dann ist gut. Ich bin froh, dass wir das nicht alles nochmal den Sand jetzt wegsaugen müssen noch und keine Ahnung, das wäre auch noch was. Alter Walter. Ich hab keinen Bock drauf. Oh. Haben wir was? Sieht mal richtig edel aus, wenn das Rost weg ist. Da. Da haben wir noch Rost. Verdammt. Okay, wissen wir Bescheid. Müssen wir mal hier ran. Verdammt, echt blöd. Naja, dann ist es halt so. Da warst du. Übeltäter. Komm, leg das einfach mal da oben ab. Ich wollte es eigentlich da oben ablegen, aber okay. Dann eben nicht. Alles jetzt erwischt hier. Ich hoffe es. Legen wir mal ab hier. Und auch mit dir. Was ist das denn? Das kann man demontieren, okay. So, wie sieht's aus? Rostentfernung. Haben wir noch ein bisschen was. Die Frage ist jetzt nur, wo ist hier noch Rost? Das würde mich mal interessieren jetzt hier. Da hätten wir noch Rost. Wie komme ich da dran? Hm. Wie kommen wir an diese Kraftstoffschlauch dran? Also wirklich die alles demontieren dafür, gell? Eieieiei. So, du bist jetzt die M4A. Okay. Kurz mal gucken. So, welchen Panzer haben wir denn hier? Wir müssen mal in die E-Mails gucken. Das ist KV1. Da, du bist das. Okay, du benötigst einen allgemeinen Zustand von 23%. Gucken wir mal nach. Wie viel hast du? Gut, dann lackieren wir dich erstmal. Kann ja sein, dass es damit zu tun hat. Dann wird erstmal lackiert. Der Sekundierung erstmal draufgezogen. Oh, Sandstrahler habe ich gerade gesehen. Müssen wir mal dran. Da auch. Ja, so kommt das alles raus. Jetzt kommt der kleine Feinschliff noch. Och nee, da ist noch Rost. Och nee. Komm mal her. Oh, einmal drüber hier. Und da ist auch nochmal raus. Das hab ich genau gesehen. So. Das sollte jetzt reichen, hoffe ich mal. Dann mal so drüber. Leider. Boah, bin ich froh, dass die Grundierung jetzt nicht kaputt geht. Das wäre es jetzt, ey. Das wäre echt übel, wenn das so wäre. Oh. Das schon mal. Haben wir noch was drin zu erledigen, was ich noch in Erinnerung habe hier? Reichlich, wie ich sehe sogar. Okay. So. Gut. Da haben wir das. Haben wir noch was außen? Lackieren.
Da ist noch Sandstrahler. Ach nee, das haben sie was an, oder? Überall irgendwo kleine Macken hier. So. Lass mich schon mal ran hier, bitte. Gut, dann haben wir das. Den sollten wir auch noch die Grundierung verpassen. Okay, dich noch. Ups, da müssen wir noch komplett Sand strahlen. Hoppala. Dachte, wir hätten den schon gemacht. Ups. Das mal schnell wiederholt hier. Ich habe das nachgeholt. So. Gucken wir oben. Wie sieht es da oben aus? Oh, ja. Was erledigen? Da noch. So, ich frage mich gerade, wenn wir die Luke aufmachen. Haha. Ich wusste es. Ich wusste es. Wer mein Püppchen? So. Gut, da haben wir das soweit alles. Okay, jetzt nehmen wir einen Sandstrahler mal drüber. Und dann haben wir's. Sandstrahler, wo bist du? Ach, was, warte. Fertig. Wie viel schneller. So, mal schön hier drüber pinseln. Sehr gut. Rost, ach Mann, überall ist dieser verfluchte Rost. Ätzend. Wo bist du? Was alles so, fehlt mal was. Da haben wir noch Rost gehabt. Aha, seht ihr mal. Gut, dass wir da nochmal drüber gegangen sind. Haben wir jetzt alles? Ich hoffe es. Gucken wir mal da oben. Wie ist es da oben aussieht. Hab noch irgendwas mit Rost entfernen gelesen gerade. Wo war hier Rost? Das ist Rost, okay. Gut, legen wir nicht mal oben drauf. Holen wir dich noch mal. Und dann haben wir es eigentlich. Nämlich lackieren endlich. Oh. Mehr. Gut, da nochmal. Da war nochmal Sandstrahler. Genau. Jetzt haben wir es aber endlich, oder? Ich hoffe es. Da war noch was. Da ist immer Rost. Oh. Wo bist du? Okay. Und hier Ole. Ich wusste es. Da war noch Rost.
ist denn jetzt da? Nein. Du doch nicht. Dich wollte ich haben. Nein, dich auch nicht. Mitch. So. Ja, damit. Jetzt aber. Und wenn das auch ist, da haben wir schon weggemacht, aber da fehlt noch der Sandstrahler. Gut. Und hier nochmal. Gut. Okay, okay, okay. Das heißt, ich mach's mal. Ups. Ich wollte sagen, ich mach's gerade mal anders. Machen wir mal. Wo ist es? Innenraum, genau. Da gehen den Panzer. Da einfach mal rein. So. Das ist nämlich ein bisschen mehr. Nur was fehlt oder nicht. Sind auf jeden Fall so besser. Gut, ich will raus. Wo haben wir es? Ja. Da können wir nämlich jetzt mal das Baby lackieren. Oh, freue ich mich drauf. Gott sei Dank. Und los geht's. Ich sehe gerade, wenn ich auf die Uhr gucke, wir müssen mal langsam zum Ende kommen hier. Hoppla. Ich versehe nicht fallen lassen. Ah komm, den unteren Part machen wir noch. Das ist die Lackierung hier. Und dann gucken wir mal weiter, was wir machen. Bezüglich des Auftrages. Da haben wir mal Sandstrahler. Ach nee. Überall fehlt noch Sandstrahler. Naja, zwei Teile noch gemacht werden müssen auf der linken Seite merken. Langsam wird das ja was. Oh, jetzt noch ein Innenraum. Schön mit Textur versehen. Sieht für mich zumindest aus, als ob ich Textur drauf machen würde. So. Das noch schön machen, genau. Also langsam haben wir es doch hier. Hm? Hoppla. Lass mal verfallen, genau. Jo, was haben wir hier oben noch? Da haben wir noch was. Fundierung. Mal drüber. Na. So, le. Das wird nicht lackiert, okay. Das muss nur lackiert werden. So, dann wäre das schon mal fertig. Jetzt noch den oberen Part hier. Dann wäre er schon mal wenigstens lackiert. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen bezüglich der Wartung, was wir noch mal alles machen müssen. Der muss ja irgendwie 23% zusammenkriegen.
Noch keine Ahnung wie, aber wir sollen es schaffen. Grundierung fehlt ja noch. Jo, das Rohr ist auch wieder schön. Gut, gut, gut. Hier nochmal rein in die gute Stube. Wo war das hier? Genau. Da gehen den Panzer. Da rein. Noch Grundierung. Ah. Zum Glück ist es eine Pistole. Bin ich echt froh drum. Ich bedenke, wie oft das uns schon passiert ist hier. Da war noch Rost. Ich habe es genau gesehen. Da war noch irgendwo Rost. Da. Rost entfernen. Verdammt. Müssen wir auch nochmal drüber. So. Gut, da kommt nochmal raus. Müssen wir nochmal die Anti-Rost-Schose holen. War das hier? Ich mache Reset. Eins und beiden. Guck mal hier. Und da müssen wir auch noch lackieren, oder? Das ist alles beendet. Ne, ist alles beendet. Da ist ein Lackieren. Ich hab's genau gewusst. Dass da was ist. Schudle. Komm mal gerade weg zur Reset. Wir brauchen den hier. Lass mich mal hier rein. Zack, zack. Da rein. So. Gut, kommen wir da raus. Und dann müssen wir noch mit der Pistole. Nicht mit dem Hammer. Ah, okay. Interessant. Gut zu wissen. Gut zu wissen, hier müssen wir nämlich mal ran. Irgendwo, da. Gut. Und hier müssen wir nochmal ran. Rein. Zack. Können wir jetzt die Lackierpistole holen, dann hätten wir es. Wir sind endlich mal mit der Lackierung, wir sind soweit fertig. Und Grundierung. Okay. Da war noch Ost. Brauchen wir auch. Mensch, da ist noch eine Stelle. Weg damit, aber ganz schnell hier. Jo. Lackieren. Grundierung, genauer gesagt. So. Sehr gut. Okay, da haben wir alles. Müssen wir nochmal hier rein. Da war nämlich, glaube ich, auch noch Grundierung, genau. Ich hoffe, wir sind jetzt zum letzten Mal hier drin. Okay. Aus hier. Modul. Machen wir mal die Module wieder drauf. Montage.
Hallo. Modul, Motor. Rein damit. Modul und Geschützturm. Rein damit. So. Was hier für komische Geräusche. Hilfe. Wie haben wir denn jetzt? Lackierung 30%. Ja, ist das Ding jetzt einsatzbereit oder nicht? Modul, Lager, Panzerstatus. Testfahrt, Panzeranalyse, Inspektionsmodus, Panzeranalyse. Auspuff, bla bla, Werkzeug. Okay, wo haben wir denn hier allgemein? Ja, wunderbar, das Ding ist tutti completo ready. Raus damit, aber ganz schnell hier. Wenn ich mich den nächsten Auftrag machen dann. Sehr gut, raus damit. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ansonsten, dann würde ich sagen, werden wir uns mal um den hier befassen als nächstes. Ach, den schauen wir uns nochmal kurz an. Und wie heißt der? Mal gucken, wie hieß der? E-Mails. KV1. Okay, KV1. Bist du der KV1? Du bist der KV1, genau. Dich möchten wir gerne mal bewegen. Wie war das nochmal? Was hier? Panzerwegen, genau. Auf zur Werkstatt damit. Dann werden wir uns um das Baby als nächstes kümmern, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar auch da oder ein Abo oder ein Like. Schreibt mir super da, Freund. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.